So, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 24.12. Es ist Weihnachten. bei uns nicht. Also keine Deko, kein Tara, kein Tamtam, keine Geschenke, außer Küsschen. Und außer, wir haben gestern einen Hund gekriegt. Da ist unser Geschenk. Da ist er. Das ist Snorri. Irgendwie so in der Richtung Snorri, Snorritje. Das ist ein kleiner Holländer, Spanier, Italiener, keine Ahnung was, ist alles Mögliche. Bei uns sind auf jeden Fall wunderschöne Wetterverhältnisse, total winterlich und ja, guckt euch das mal an. Herrliche Sonnenschein. Sonnenschein, Sonnenschein, Sonnenschein. Also es ist wieder volles T-Shirt-Wetter heute. Also es wird. Im Moment ist noch ein bisschen kalt und nass. Also feucht, die Wiese hat noch ein bisschen reif. Unten ist noch ein bisschen frostig. Ja, ich weiß nicht, das seht ihr bestimmt nicht. Da ist außerhalb der Sonne ist noch ein bisschen frostig da unten. Ansonsten wünsche ich mir auf jeden Fall allen ein wunderschöne Weihnachten und frohe Festtage. Wie gesagt, wir haben jetzt einen Hund über die 2 Wochen ungefähr. Haben wir gestern bekommen. Die Besitzerin Juri ist auf dem Weg nach Niederlande, wo sie herkommt und ja, besucht halt. Familiäre Situation, muss was erledigen und bleibt ja 2 Wochen da. Und haben wir gesagt, ja, wir passen auf den Hund drauf. Ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Er ist, hat eine schlechte Kindheit gehabt, der Hund, aber wir kommen gut mit ihm klar, denke ich mal bis jetzt. Und wir werden jetzt gleich Gassi gehen. Also der Hund ist eigentlich ein Bonus für uns, weil bis jetzt sind wir nie richtig spazieren gegangen. Einmal haben wir ein paar hundert Meter Spaziergang gemacht, aber. Bis jetzt waren wir immer nur am Arbeiten. Ach, Entschuldigung, wenn ich eine dreckige Schnute habe. Und heute wollen wir mal auf Julian seinen Berg. Da oben hinauf wollen wir. Da oben rauf. Wollen wir mal gucken. Das ist von Julian der Berg. Irgendwie ist die Hälfte auf jeden Fall. Und ja, wir wollen mal gucken, ob wir da hochkommen. Wird ein bisschen anstrengend, aber macht auf jeden Fall wieder Spaß und ein bisschen Bewegung. Ja, gestern habe ich mich den ganzen Tag mit der Kettensäge beschäftigt, nicht gesägt, aber die ist kaputt. Die ist einfach ausgegangen und seitdem geht es ja nicht mehr. Und ja, dann habe ich es mal angefangen zu reinigen, die war ja schon verschmantet. Und seitdem geht es auch nicht mehr. Ja, ist natürlich so ein kleines Problemchen. Ist natürlich blöd, ich hätte gerne Holz gemacht, aber eigentlich ist es auch ganz gut so. Wenn sie nicht geht, dann brauche ich mir jetzt kein Holz machen. Und kann mich um andere Sachen kümmern. Und ja, der Julian ist ja schon auf dem Weg bald. In den nächsten 4, 5 Tagen ist er ja da, wenn alles gut geht. Und ja, der bringt auch wieder Kettensäge mit. Also, wie gesagt, allen ein wunderschönes Weihnachten. Auch da ist mein Schatzi noch, die kann er auch noch wünschen. Mein Schatzi wünsche. Frohe Weihnachten wünschen wir allen. Habt schöne Feiertage. Ja, uns geht's wie gesagt sehr Bleibt gut. gesund. Wie ihr seht, super Wetter für Weihnachten und kein Tara, kein Tamtam. Und ich hoffe, ihr seid alle ja, gesund und munter und übersteht die schlimme Zeit in Deutschland mit der politischen Situation, mit den bäuerlichen Situationen und. Ich hoffe, ihr überlebt das alles und euch geht es wirklich gut. Wenn wir so die Nachrichten verfolgen, dann denkt man so, meine Güte. Denn diese Wetter da in Deutschland, oh. Also hier ist wirklich super. Wenn ihr schönes Wetter haben wollt, kommt daher. Sonne scheint. Ist wunderbar. Also, bis bald. Schönen Weihnachten und danke, dass ihr dabei seid.